Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchten wir euch drei Reisekoffer vorstellen, die wir für euch herausgesucht haben. Wie immer stellen wir euch zuerst unseren Vergleichssieger vor, welcher unserer Meinung nach das beste Modell ist und geben euch anschließend noch die besten Alternativen für den geringsten Preis, sowie das beste Premium-Modell. Hier sollte also für jeden das passende Modell dabei sein. Viel Spaß beim Video, alle Produkte haben wir für euch unten in der Videobeschreibung nochmals verlinkt. Als erstes in unserem Vergleich möchten wir euch unseren Preis-Leistungssieger vorstellen, hier haben wir uns für den Samsonite Flux entschieden. Der Flux ist die erste Hartschalenkollektion von Samsonite, die durch eine nach innen verlegte Erweiterungsfunktion ein Plus an flexiblem Packvolumen bietet. Das ausdrucksstarke Design setzt ein Zeichen und überzeugt mit Details, die einen perfekten Reisebegleiter ausmachen. Mit sanft laufenden 360-Grad-Doppelrollen, einem doppelten Koffergestänge und einem praktisch konzipierten, komplett gefütterten Innenraum machen alle Modelle das Reisen einfacher. Die Flux-Gepäckkollektion besteht aus Polypropylen-Koffern mit doppeltem Reißverschluss, wobei das obere Fach mit einer Trennpolsterung versehen ist. Es handelt sich um Hartschalenkoffer, die in verschiedenen Größen angeboten werden und zusätzliches Packvolumen, einen Trolley mit 4 Rollen und ein dreistelliges TSA-Schloss für sicheres Reisen bietet. Dieses Modell besitzt einen komplett gefütterten, gut ausgestatteten Innenraum. Außerdem besitzt dieser eine große Tasche aus Futterstoff und funktionelle Kreuzspanngurte für Komfort beim Packen. Mehr Infos über den Samsonite Flux findet ihr unter dem ersten Link in der Videobeschreibung. Nachdem wir euch unseren Preis-Leistungssieger vorgestellt haben, möchten wir euch unser günstigstes Modell im Vergleich vorstellen. Hier haben wir uns für den Coolife entschieden. Der große Koffer ist vergrößerbar, sodass er über bis zu 15% mehr Volumen verfügen kann. Der Handgepäck eignet sich als Boarding-Koffer und der mittelgroße Koffer ist ideal für Privat- oder Geschäftsreisen. Das angebrachte TSA-Schloss sorgt für ein sorgenfreies Passieren von Sicherheitskontrollen. Das Produkt besteht zu 100% aus leichtem und langlebigem Absmaterial, was zu einer stoßfesten und harten Schale führt. Dazu kommen die speziell geformten Eckenschützer, welche Einwirkungen und Stöße optimal ableiten. Das Gepäckstück kann dank seinen 4 Doppelrädern mit Leichtigkeit bewegt werden. Dies unterscheidet es von anderem Gepäck, welches nur nach vorne und hinten bewegt werden kann oder nur über Einzelräder verfügt. Coolife-Wirbelräder bieten ausgezeichnete Stärke und gleiten mühelos in jede Richtung. Der Handgepäck mit 39x22x56 cm eignet sich perfekt als Handgepäck. Der mittelgroße Koffer mit 45x25x67 cm ist ideal für Privat- oder Geschäftsreisen. Und der große Koffer mit 53x30x77 cm ist bis zu 32 cm vergrößerbar, sodass er über bis zu 15% mehr Volumen verfügen kann. Mehr Infos über den Coolife findet ihr unter dem zweiten Link in der Videobeschreibung. Nachdem wir uns unseren Preis-Leistungs-Sieger und unser günstigstes Modell im Vergleich angesehen haben, möchten wir euch unser Top-Modell vorstellen. Hier haben wir uns den Wingarde Valise rausgesucht. Der Koffer gewährleistet einen sicheren Transport ihres Lieblingsweins, Biers und ihrer Spirituosen. Der Koffer ist komplett modular aufgebaut und kann je nach Reiseanlass angepasst werden. Dieser kann nicht nur für den Transport von Flaschen von bis zu 8 Flaschen oder Kleidung genutzt werden, sondern auch für beides kombiniert gepackt werden. Der Wingarde Valise 03 Petit schützt den Inhalt mit einer Außenschale aus 100% Polyethylenterephthalat und Flaschenmodulen aus hochverdichtetem Schaumstoff. Die 360-Grad-Rollen von Hinomoto machen den Wingarde Valise leicht manövrierbar. Sie können ihre eigene Zahlenkombination für das integrierte, oben angebrachte, TSA-konforme Schloss festlegen, um ihren Wein- und Gepäckinhalt zu schützen. Der Koffer mit 55x45x33 cm ist ideal für Privat- oder Geschäftsreisen. Mehr Infos über den Wingarde Valise findet ihr unter dem dritten Link in der Videobeschreibung. Das war unser kleiner Vergleich der 3 Reisekoffer, die wir für euch rausgesucht haben. Wir hoffen, auch für euch ist hier etwas mit dabei. Bei Fragen oder Anmerkungen würden wir uns über ein kleines Feedback eurerseits sehr freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gern ein Like und abonniert uns, wenn ihr kein weiteres Vergleichsvideo mehr verpassen wollt. Wir bedanken uns für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.